Hinter bei denen, Er hat keinen Bock auf uns. Wir sind übrigens dann wohl da, weil Tomete kann ja nicht. Also bei dem Supercard ist die Bremsscheibe wohl aus Pappe, ne? Da einmal bremsen, na, das ist sehr gefährlich, könnte durchbrechen. Mit dem Monster Truck aber interessant, dass die da eiskalt so ein, keine Ahnung, ist das ein Sprinter oder so, Wir sind übrigens da, da jetzt Basis nehmen. Ach ja, Tomete, ja, ich vergesse. Tomete kann doch nicht. Ja, ich vergesse das immer. Ja, scheiße. Ich vergesse das immer. Ich hoffe nur, dass Tomete soweit auch schon ist. Und nur noch auf uns wartet. Ja, also von mir aus können wir starten, also. Ja, warte, wir können auch keine Karre auswählen. Wir warten noch. Machen, ob OBS ist. Ja. Wir haben diese D-förmige Strecke, oder? Dann habe ich die richtige RSM. Darwin 200 Australian Grand Prix 2 mit dem Monster Crusher. Der Monster Crusher habe ich. Deine Setup-Datei ist übrigens witzig, Dennis. Da ist genau ein Getriebe angepasst, der Rest ist normal. Ja, hat sich so ergeben, was soll ich machen? Und wahrscheinlich ist das erste sehr lang, oder? Also ja, ich hab's jetzt natürlich, das ist genau das, das ist ja der Witz. Naja, was anderes macht auf der Strecke einfach keinen Sinn. Mit dem Monster Crusher. Jetzt mal gucken. Das Haar gehört da nicht hin an der zweiten Stelle. Das gehört da einfach nicht hin. Also Englisch können die noch nicht mal. Achso, jetzt warten wir auf den Countdown wahrscheinlich, ne? 3, 2, fertig? Ja, ich bin soweit. 3, 2, 1, go, go. Oh, ich sehe hier sehr spannend. Ich sehe so viel. Der kann Vollgasstart übrigens. Ich möchte mal was sehen können. Hallo! Hallo! Oh, du scheiß Hallo! Danke! Warum ist denn jetzt ein manueller Schalter, wenn man das will? Oh nein. Versuch mal F6. Was ist F6? Nein, nicht du. Nein, nicht du. Ja, okay, ist Automatik. Whatever das gerade war. Weil Eddie kann während der Fahrt die Schaltung austauschen. Klar, natürlich. Ja, Eddie kann scheinbar irgendwie alles, also... Willst du sagst, mit Ausrüstung schudert, ja. 15 Runden in einem Dreieck. Ist schnell vorbei, weil es eben so klein ist. Ich glaube, inzwischen hätte ich auch manuell fahren können. Das ist nicht viel mit Schalten, da musst du einmal hochschalten, ne? Alles nur fünfter Gang, alles ja. Durchweg. Nee, ich bin im sechsten. Ah ne, oh ja, sechs. Mit Windschatt geht sechster. Ich bin auch im sechsten. Ja, der Windschatt macht's möglich, ne? Der kann den sechsten? Ja, der Windschatten zieht schon. Ja gut, ich hab hier keinen Windschatten. Also, doch, hab ich schon, aber... Bei der KI ist es ja deutlich schwieriger, da den Windschatten zu bekommen. Dennis, nein! Mann! Das geht bei der KI. Aber der Monster Truck hat einen kleinen Windschattenkegel. Du musst wirklich genau treffen, das ist vielleicht schon gefallen. Ja, deswegen. Was habt ihr für eine Rundenzeit jetzt? 38, 32. 38, 71. Aber ich hänge aber auch. Hast die KI auf 100% gestellt? Oh fuck. Nee. Auf 100% dann fährt die. Oh. Weil auf 100% dann fährt die mit dir mit, wenn du gut bist. Und da kommt er wieder. Weißt du, er macht einen Fehler und ist direkt wieder dran. Ja gut, du hast eine riesen Windschattenfahne geboten. Das war relativ praktisch. Oh, jetzt habe ich eine 38-21. Also Kirsche, du tust uns ein bisschen leid. Ja, inzwischen habe ich auch zumindest meine 38 geschafft. 38. Was war das denn? Fuck, ja. Viel Windschatten. Ich kann leider nicht nach hinten schauen. Also, ich sehe nur hinten den kleinen Rückspiegel. Gibt es, glaube ich, keinen. Ich muss echt den Windschatten mit einkalkulieren. Der ist so hart von dir, Stevie. Der ist amazing. Ja, dann nimm ihn doch nicht. Da muss man echt bremsen, ey. Fuck. Okay. Also, ich habe die Bremse noch gar nicht benutzt. Ja, du ziehst ja auch nicht so viel Windschatten wie ich von dir. Ja, weil du halbwegs zickzack fährst, wenn du vor mir bist. Ich muss jetzt erstmal abschätzen, wie ich die Kurve fahren muss, damit man auch mit Windschatten da rumkommt. Ah, so geht's. Mann. Nee, also ich komm nicht auf die 38, ich bin bei 39,17. Ja,
das geht. Habe ich das ohne Windschatten. Das geht mit 38, wenn du von der KI der Windschatten schnorst. Ja, da ist die KI wahrscheinlich zu falsch für eingestellt. Und wieder Dennis vorbei. Wobei eigentlich müsstest du die 38 auch ohne Windschatten schaffen. Ah, eine 38, 24. 37, 87. Wer, weil du genau zu dem Zeitpunkt Windschatten gefressen hast auf das Startziel? 39, 10. Das gibt's nicht. Ja, also da, bei der Strecke ist das wirklich ein Nachteil, wenn du den Windschatten so nicht schnurren kannst. Ja, du musst die KI auf 100% stellen, dann fährt sie mit dir mit, wenn du gut bist. Weißt, aber ich glaube, dann ist es wahrscheinlich zu gut für mich. Na gut, das ist möglich. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ach, scheiß Kiesbett, Mann. Und das ist bei mir ja auch stark von der Strecke abhängig. Also manchmal stellt er die KI auf 40. Ja, 39, 23. Dennis, geh mir aus dem Sichtfeld, wegen der Kurve. Es muss nach rechts fahren, Stevie. Ja, genau. Jetzt habe ich die 38 geschafft. Endlich. Alter, ich hab... Ja, 38 würden wir 100% KI sehen. Hast du ja gesehen bei meinem Screenshot. Ach, das war von der Strecke her. Ja. Ja gut, die KI ist jetzt halt nicht auf 100, aber... Ja, die KI fährt auch 38er Zeiten auf dieser Strecke. Das ist ja das Coole, dass die KI selbst auf Custom-Strecken auch fahren kann. Und das finde ich so genial, wenn das bei EA auch mal so wäre. Alter, 15 Runden? Ja. Oh no. Die kurze Strecke da, was willst du denn da? So bei 3 Runden, oder ja, was? Ja, aber es passiert irgendwie nichts. Doch. Doch, also okay. Dennis und ich haben die ganze Zeit. Ja, okay. Du hast also, nur, wenn du diesen Schaltungskram nicht gehabt hättest, hättest du mit uns mitgefahren. Ah, also, ein. Dennis und ich haben da die ganze Zeit so einen kleinen Kampf. Ja, der Windschattenkegel ist schon relativ dünn bei dem Monster Truck, wenn man dicht dran ist. Wenn man weit weg ist, dann öffnest du aber richtig Windschatten für mich. So zum Beispiel, zack, komm mal, Hallöchen! Upsa. 30, 97, das gibt's nicht. Ja, ich krieg auch irgendwie gerade keine 38er Zeit mehr hin, aber gut, bei 22% Reifen. What? Wirklich, Dennis und ich haben einen kleinen Kampf. Mein Reifen, den geht's gut, also... 8% bei mir. Also ich ja, kann's jetzt wie nicht mehr sehen, ihr aber das? Aber es, sind, ist ja es ist auf jeden Fall einstellig. Ich kann jetzt nur nicht runtergucken, weil ich mich aufs Fahren konzentrieren muss. Ah, es wäre fast dieses 38, 31 Alter, geworden. Alter, wie dünn der Windschattenkegel echt von dem Monster Truck ist, wenn man hinten dran ist. Das ist unglaublich. Ich muss echt genau pixelgenau treffen, ey. Ja gut, das Rennen werde ich wahrscheinlich als letzter beenden. Das ist ja für eine Musik, ey. Ja, gegen die KI nicht, aber gegen euch. Die KI, die gibt mir nicht den Windschatten, den ich gerne hätte. Hast du ihn wahrscheinlich doch zu schwach eingestellt, wa? Ja. Oh, 37. 38,09! Ja, Kirsche, tut uns echt leid, ne, Alter. Ich krieg euch noch. Ich muss nur gucken, dass Eddie irgendwie während der Fahrt Nitro einbaut. Oh nein, ich krieg gerade Nitro und dann kommt in die Kurve. Wo kriegst du Nitro her? Windschatten meinte ich ja auch. Verzeih ihm, er ist alt. Mach ich etwa so guten Windschatten, dass es für dich wie Nitro ist, oder was? Oh komm. Verzeih ihm, er ist alt. Warum? Ich bin 34. Warum muss der Monster Truck so große Reifen an? Da komme ich immer auf das Kiesbett mit drauf. 34! Und er sagt, ich bin auf einmal alt. Was ist denn Renteneintrittsalter? War das nicht 34, 35 oder sowas? Da ist ja, man mal. Dafür arbeitest du aber noch. Da also, ist man mal seit dem letzten. Machst du irgendwas falsch. Da ist man seit dem letzten Renntag mal ein Jahr jetzt älter und schon ist man alt, weißt du? Nein, der ist seit dem letzten Renntag bist du 7 Tage älter. Ich meinte jetzt halt mal. Fuck. Das ist jetzt blöd gelaufen. Oh, Scheiße. Ah, ich zieh doch eine riesen Windschattenfahne, die wieder. Gerade war so pixelgenau, jetzt ist er riesig.
Ja, wenn man weiter weg ist, dann öffnet sie sich ganz groß, die Fahne. Aber wenn man dicht dran ist, dann ist der Kegel echt niedrig. Da muss man wirklich genau hinter dem Auto sein. Wow! Es geht halt darum, Tomate, beim letzten Rittag war ich noch 33, jetzt bin ich halt 34. Ab ins Altersheim. Boah, Alter, du hast ein Gesicht genommen, Alter. Ja, um in dem Alter die Rente zu gehen, da muss man schon Spitzensportler sein und selbst das klappt nicht unbedingt immer. Du, das ist... Boah, ich hatte 260 drauf. Das ist teils das ist irrelevant, mit welchem Alter, weil mein Vater hat soon 45 Jahre durchgehend gearbeitet und wird, wenn er in Rente geht, in die Grundsicherung müssen. Das heißt, das ist in dem Punkt wirklich scheißegal. Ja, wir haben ja auch die richtigen Spezialisten an der Regierung. Er war 45 Jahre lang durchgehend LKW-Fahrer. Ja, vielleicht hat er mal, war er ungeplanterweise mal 6 Monate arbeitslos. Keine Frage, aber okay, sonst... Das ist ja egal. Aber 6 Monate ist ja nichts. Aber trotzdem, in dem Punkt 6 Monate ist mein Rekord. Aber da, in dem Punkt so... Scheiße. In dem Punkt so, ja, wie gesagt, wenn er in Rente geht, heißt es leider Grundsicherung. Ja, ist halt die Frage, ob man... Ob das in dem Themenbereich Sinn macht, davon Rekord zu sprechen, aber es ist halt in dem Fall tatsächlich nicht so. Ja gut, aber Rekord, er, so wie ich es verstanden habe, ist die zweite absolut in Summe über alles, 6 Monate, nicht einmal zwischendurch, oder wie? Nein, das war bei einem Wechsel, weil die eine Firma mal insolvent gegangen ist. Aber nee, da bin ich jetzt, also insgesamt... Kannst du mal aufhören, Zickzack zu fahren? Insgesamt bin ich jetzt schon weit da drüber, über 6 Monate arbeitslos. Ich glaube, wenn man auch schon zählt, kommt er auch schon über ein Jahr zusammen. 39,6. Ich habe nichts Besseres als eine 38,09. Ja, aber du hast den Windschattensieg bekommen. Ich sehe es gerade, bei mir dreht sich nach. Oh, wirklich? Ja. Dann noch, okay. Ja. Ich hätte taktisch anders angehen müssen. Ich hätte nah ablassen müssen und dann mir den Windschatten. Aber ich habe dafür die geile... Aber guck mal die Zeit! Was? Aber Hauptsache, hier steht jetzt plötzlich eine 2. Ja. Oh, stimmt, bei mir steht auch eine 2, was die. Und dabei habe ich gerade ein Ziel 1 gehabt. Weil wir Zeit schlecht gefahren sind und das D kommt vor M. No fucking way! Entweder das ist wegen dem Alphabet so oder ich habe die als Host die erste ID-Nummer. Ja, meine Gesamtzeit ist 10.02, das ist wahrscheinlich der letzte. Schöne Zeit. Schöne Zeit auf jeden Fall. Meine ist 9.52. Oh, und jetzt fahren wir auch noch Kart, da werde ich doch schon wieder Letzter, das gibt's nicht. Neuerung 2 drücken. Und dann auch Showdown, Alpine 5. Oh, okay, muss ich auch drücken. So, was haben wir jetzt? Oh nein! Oh nein, Gott, das ist so schlimm. Super, Kart. Oh, und wir haben auch noch Schaden, dann bin ich doch wieder nach 10 Sekunden raus. Nicht die Bremse drücken, sonst bremst man sofort schon auf der Felge, ne? Also. Das heißt, gar nicht drücken oder ganz vorsichtig drücken oder was? Naja, also wenn du drückst, ist sie schon halb kaputt, ne? Also kann man einmal bremsen. Also diese Bremsscheibe ist quasi aus von ADX Express gestellt. Wie kann die denn so scheiße sein, bitte? Zum einen bremst das Ding eh schlecht und dann. Und bremsen mag die Bremsscheibe nicht, weil die geht dann kaputt. Ne? Also die Bremsscheibe soll ich aber bremsen mögen. Also aber AliExpress qualitätsmäßig schnell kaputt. AliExpress oder Temu oder Wish? Ja, von irgendwann in diesen Verein muss diese Bremsscheibe jedenfalls her sein, so schnell wie die kaputt geht, weil man bremst einmal und die bricht auseinander. Aber AliExpress wäre noch Metall, Wish ist ja auch Polypropylen oder sowas. Und aber so. Man hält nicht aus, wenn man die Bremsscheibe kaputt Temu? Macht, was ist dann Temu? Da weiß ich nicht so genau. Also, dass die beliebt werden konnten, das erschließt sich mir nicht. Also, die Preise, die sind da so niedrig, dass jeder Vollhonk eigentlich merken sollte, dass das keine Qualität sein kann. Wir sind übrigens soweit. Können wir mal auch irgendwann weitermachen? So, 3, 2, 1, go. War jetzt nicht böse, aber ich will auch gerne mal weiterfahren als nur 13 Runden. Beende ich eh nicht, also von daher. Ich habe, gut, ich weiß nicht, ob ich die Bremse betätigen sollte, wenn er sagt, die ist so scheiße. Ja, bremst gleich. Musst du ja bremsen, bleibt wenigstens alles übrig, aber es ist trotzdem nicht schön mit dem Ding. Wo will ich denn hin? Hallo, weiter geht's. Ja, gut, dass mein Chat noch geht. Wer hat sich getraut, Vollgas das Ding anzufahren? Ich liege auf dem Dach und ich setze mich mal.
Sobald das geht, nämlich. Ach ja, und die Dämpfer, die gehen hier auch kaputt bei dem Ding, ne? Die ach, wirklich? Krass. Ja, 100% habe ich hinbekommen. Die Dämpfer sowieso irgendwann bei irgendwas auf 100%, das ist ein Kartrennen, also. Weil die Dämpfer kaputt auf 100%, das ist ja nun nicht so gewöhnlich, oder Stevie? So überhaupt haben wir es ja nun nicht. Die halten doch normalerweise sehr gut durch. Ja, der rutscht aber echt gut, muss man sagen. Ja, wegen dem Eis jetzt. Ja, warum fahren wir eigentlich dieses Kart immer auf einer Schneestrecke? Ist dir erstmal aufgefallen, wenn wir ein Kart haben, ist es immer die Schneestrecke. Ach, bleib doch hier, du Scheißding. Du hast richtig, noch, ja. Du hast doch noch ein bisschen Bremse eigentlich. Der will uns komplett quälen hier. Vielleicht hat Jola im Code hier irgendwas eingebaut, was dafür sorgt, dass wir die immer haben. Ey. Das ist purer Zufall. Der immer ist, cool. Ich meine, selbst wenn das einbauen würde und wir den Code sehen könnten, wir würden es eh nicht verstehen. Also ich zumindest nicht. Sam, weil ich keine Ahnung von sowas habe. Ist halt schön, wenn man eine Webseite hat, die mir geschrieben wurde, die noch ein paar Fehler hat, die ich aber schon weitergegeben habe, wo ich nicht mal Ahnung davon habe, wie die geschrieben ist in allem. Also er hat mir zwar geschrieben, über was für ein System er es gemacht hat, aber dann hört es auch wieder auf, weil, keine Ahnung. Von Astro habe ich nämlich keine Ahnung. Hey. Ja, 200 noch, willst du mich verarschen? Ah! Okay, ich lebe noch. Wobei es ist wenigstens das normale Kart und nicht das 50 Kubik-Kart, also. Hey, es ist 250er. Wobei gut ist die Frage eigentlich, ist das 50er eher das normale, aber. Das ist das 250er, was wir hier haben. Noch hat das Kart aus. Alter, dein Ernst-Kart, Alter. Da umkippst bei dem bisschen Butenwelle, kippst du um, ne? Das ist echt, boah. Oh, ich hab schon 19 bei den Bremsen. Schön, ich hab 27. Ich hab 58%. Ich meinte 31. Entschuldige, ich hab nicht. Ich hab kaum gebremst. Ja, eben, das sag ich ja, dass das Ding hält nichts aus auf der Bremse. Wie habt ihr denn nur 19? Ich habe 31! Wie habt ihr denn unter 50? Ja, eben. Das ist nicht möglich bei dem Ding. Weil ich auch ab und zu einfach vom Gas gehe, statt zu ja, bremsen, ich auch, aber dann crash ich. Ja, dann, das reicht bei dem Kart nicht, da bist du zu schnell. Du musst nur früh genug vom Gas gehen, aber. Ja, ich wollte nicht am Anfang der Geraden schon anfangen, das Gas loszulassen. Was ist nur Rundenzeit, dann kann man das mal vergleichen. Na gut, die ist jetzt noch von der ersten Runde. Ah, wo nicht hin? Bitte? Die ist ja noch von der ersten Runde. Und wie hoch ist die? 205. 219. 21. 226, aber halt mit sich bis jetzt. Aber die zweite Runde wird jetzt auch beschissen sein. Also Sam! Weil das Ding bei ein bisschen Bodenwelle meinte umzukippen. Also die Dämpfer taugen bei dem Ding auch nix. Wow! Okay, ja, ist okay. Jetzt höre ich die Frage, was taugt an dem Kart? Nix wahrscheinlich. Das ist vielleicht möglich. Gewicht ist gut. Hat eigentlich schon irgendeiner die Tanke gefunden? Ja, die ist vor der. Also das, bevor die lange Gerade kommt, ist ja so eine lange gezogene Rechtskurve und vor dieser Rechtskurve da ist die Tanke. Wow! Ich lebe noch. Das Ding kann ganz schön schnell werden. Das ist ein Supercard, ne? Ah, jetzt habe ich die Tankstelle auch gesehen. Mir wurde sie erklärt, währenddessen bin ich gecrashed. Also muss ich irgendwie selber. Bei der vorletzten Kurve oder so. Ah, ich bin so ein Trottel. Ich bin so ein Trottel. Gut, dass du das schon weißt, aber was ist los? Ja, ich habe vergessen, dass die Bremse ja bei mir gar nicht auf der Bremse ist, sondern einfach nur, wenn ich vom Gas gehe, habe ich ja schon Vollbremsung. Deswegen sind die so kaputt.
Ayo, das ist ja das Problem. Oh Gott, nein. Nun, das ist natürlich blöd. Das, meinst du, das würde mit TSTG's Tool dann behebbar sein? Oder ich hab's ja probiert, nee, ich hab TSTG Tool installiert. Ist genauso, bei mir hat's jetzt nichts gebracht, aber auch nichts geschadet. Scheiße. Ah. Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob das auch bei mir was bringen würde. Weil, du musst ja den Kram nicht abziehen, im Idealfall. Ja, du brauchst die Maus nicht mehr auswechseln. Ja, gut, das, ich hab wie üblich das Stream Deck draußen, die Maus ausgetauscht. Genau, das brauchst du dann im Idealfall nicht mehr. Aber ich glaube nicht, wenn ich das Ding hier auf D umstelle, dass das Ding erkennt. D? Ja, dann hast du ja das Tool dann, dann wird es dann ja gehen. Und das weiß ich nicht. Also ich hab's noch nicht getestet. Dafür ist das Tool ja da. Das mache ich dann. Dafür ist das Tool ja da. Genau, ich habe es noch nicht getestet. Genau dafür ist das Tool ja da. Damit ist genau sowas, damit du da eben diese Probleme nicht mehr hast mit den Eingabegeräten. Das hat er extra deswegen gemacht. Ja, aber wie gesagt, ich wollte das jetzt nicht kurz auf knapp vorm Renntag noch so schnell machen. Ich meckere schon immer über Leute, die das vorm Renntag nichts hinbekommen und danach bin ich dann das Perfekte, der dann selber damit die Probleme hat oder was. Nee, das will ich in Ruhe machen. Logischerweise. Weil ich beschwere mich über... verkacke ich jetzt hier gerade jede Kurve? Nein, aber ihr versteht, was ich meine. Ich mache sowas nicht wirklich auf knapp. Alter, jetzt jede Kurve fliege ich raus. Willst du mich verarschen? Zumindest bin ich jetzt endlich mal unter 2.10 gekommen. Ich hab nur 1.58 gefahren. Freude, ich back dir Eis und nerv nicht. Eis kann man gar nicht backen, glaube ich. Dann stick den Panzer. Dann hast du Wasser. Ob das schon die ersten Alzheimer-Anzeichen? Nee, und dann stick den Panzer und gib ihn Zelensky. Naja, ein Panzer. Moin. Bitte. Das sagen die Rentner halt so mit den Panzern. Die kennen das noch von damals. Alter! Wow, okay, jetzt will ich schon die wissen. Wie alt bist du? Naja, möglicherweise ein bisschen älter. Ja, also, halt die Fresse. Boah, ich liebe den Song, der jetzt läuft. Ich kann es nicht hören, das Kart ist zu laut. Naja, der Motor ist wirklich nicht ohne, ne? Also. Also eigentlich habe ich Dice relativ leise eingestellt, aber das Kart. Dann kam das Kart. Ja, gut. Wer von euch hatte eigentlich das hinbekommen, sich diese Polarlichter anzuschauen? Ich habe es in der Tagesschau gesehen. Ich habe keine gesehen bei uns leider. Also ich habe das von Freitag auf Samstag vercheckt und von Samstag auf Sonntag habe ich keine gesehen. Ich hab's auch komplett vercheckt. Also obwohl ich mich eigentlich für sowas interessiere, aber... Wir haben einmal um 22... Ich war ja das Wochenende bei meinen Eltern zu Besuch. Und wir haben einmal um 22.30 geguckt und ich habe im Nachhinein nochmal um 0 Uhr geschaut und nichts gesehen. Ja, die Sonne geht momentan echt ab. Ja, wir haben gerade den Höchststand seit über 20 Jahren von der Sonne. 20? Okay. Ich glaube 20 Jahren hieß es oder so. Ja, aber die Modelle sind eigentlich eher so 11, 12 Jahre oder sowas. Ja, aber gemessen seit jeher so, you know? Na gut, da war der letzte Höchststand offenbar nicht so hoch. Ach du Scheiße, 85% Bremse. 79 und ich klebe gerade, bleib gerade an jeder scheiß Kurve kleben. Von Lambo 100. Eure Dämpfer mal angucken, ne? Wie gesagt. 64. Ja, überleg mal. Da habe ich Stevie jetzt eingeholt in Sachen Bremsen. Ah, ich crash auch die ganze Zeit, aber ich glaube, ich würde auch mit Heil im Auto die ganze Zeit crashen, so gesehen. Ah, das war zu schnell. Ja, das liegt an dem scheiß, Snack. Gottes Willen, was war denn das schon wieder? Viel zu schnell da rein. Muss doch dran denken, dass meine Bremse schon bestimmt wieder auf 100 ist, schätze ich mal. Kannst du auch nachgucken. Die Kurve gefahren, unglaublich. 100, Theo, sag ich doch.
meine Spezialität. Aber ich muss soon. Ich bin bei 47% Reifen. Ach, haben wir Darkest Hour gerade als Song an? Ja. Ja. Okay, jetzt habe ich zwischendrin irgendwie oh, komm, so ein bisschen was hören können. Ries, ey, ich bin da nicht schnell rumgefahren, Kart. Das musst du doch schaffen. Ah. Riese. Oh, wow, okay. Aber wenigstens halten die Reifen gut durch. 50%. Okay, bin ich nicht so ganz. Können wir nicht gucken, was ich bei den Reifen habe. Ich fahre, glaube ich, gleich an den Tanke. Oh, die Kurve überlebe ich nicht! Reifen. Die Kurve geht, nee, die Reifen nicht waren gut. Die waren irgendwie, die hatten irgendwas zwischen 20 und 30. Das ging. Wie schafft ihr das? Ich hab das noch nie verstanden, wie ihr das hinkriegt. Bin ich zu dumm zum Fahren, oder was? Oh, ah, nee, warte. Ah. Nee, warte, ich zitiere Dennis. Nein, du bist nicht zu dumm zum Fahren, du benutzt nicht dein Lenkrad. Was benutzt du denn? Ja, du fährst, zu viel. Ja. Man müsste. So oftmals ist das Problem, dass du zu viel Zickzack fährst, weißt du? Ja, das ist. Das war aber schon immer mein typischer Fahrstil. So, jetzt sind 2,52 wegen der Tanke, naja. Irgendwann diese schöne Strecke immer merken, ich bin so schlecht darin. Oh ja, Elin ist auch immer gut. Ah, oh, kommt jetzt nicht. Oh, ich hasse 100% Bremsen, ne? Ich versuche diese dumme Dinge zu finden. 100% Bremsen nach Hana und zu fahren ist es nicht Idealsituation. Nicht? Nee. Also es. Aber es geht offenbar, wenn du es so sagst, irgendwie. Ja, es geht, aber es ist ein Kampf auf jeden Fall. Wenn die Dämpfer völlig im Arsch sind, dann ist das bei dieser einen Kurve kommen, der zum Beispiel, dass der Boden so uneben ist, aber es ist auch sehr, sehr spannend. Das Wochenende war ruhig, jetzt bin ich wieder, komm zu Hause, ist wieder so schlimm im Hals. Ich steh's nicht. Ach, da ist sie. Schön, jetzt bin ich schon vorbei. Der einzige Vorteil der 100% Bremse hat, ich kann immer voll reinpacken. Es da gucke ich einmal auf die Minimap und komme auf die Schräge und kugel mich aus. Geil. Und das ist auch, umso kaputter die Dämpfer sind, umso empfindlicher wird er auch auf Umkippen bei Unebenheiten. Ne? Das überlebe ich nicht, das überlebe ich nicht. Wenn du 100% hast, dann wackelt das Auto sogar beim Fahren schon. Ja, und ich bin bei 92%. In dem Fall bin ich bei 43% gerade. Dann müsstest du es ja eigentlich sogar schon merken, ne, dass das wackelt beim Fahren. Keine Ahnung, ich. Komm sowieso mit jeder. Ja, 99%. Also die Tanke. Ich bin mit 100% Bremse eine 1,5890 gefahren, okay? Wie kann man das hinkriegen? Das erklärt aber dann außerdem, wie schlecht die 1,5821 dann noch sein muss, wenn dann noch so viel Luft nach oben ist. Alter! 100% Dämpfer, ey, ich glaub's nicht, dass ich das mal erreicht hab. Ja. Ich bin bei 97% Bremsen und bei 66 Reifen. Na gut, fairerweise, was willst du bei einem Kart auch groß dämpfen? Da ist ja nix. Also es ist klar, dass das schnell runter ist, ne? Macht schon irgendwo Sinn. Oh, hallo Haus! Ja, ich wollte mir dich von innen anschauen. Ging nicht anders. Fuck off. Irgendeiner kommt da, ich weiß nur noch nicht wer. Ja, erst ich und dahinter dann. Ich verliere also gleich meinen Platz wegen dem Problem hier, geil.
Oh, das wird zu schnell sein. Warst du auf dem ersten Stick? Nein, oh ja, natürlich. Ich hätte es geschafft, ne? Aber dieser... Wie habt ihr den noch genannt beim letzten Renntag? Das lange Wort. Der Straßenbegrenzungsfall. Genau der. Genau. Den hab ich getroffen, sonst hätte ich die Kurve gekriegt. Jetzt wird sowas nicht einfach Leitfall? Das klingt eigentlich auch nicht schlecht, aber viel mit, zu lange. Mit D am Ende aber, ne? Also ganz, nee, ja. Aber du, zur Mitte, wir sind in Deutschland. Und Deutschland liebt es doch mit übertriebenen Wörtern. Bei Dämpfer habe ich noch 82. Da ist noch Luft nach unten. Ne? Das hat nicht funktioniert. Oh, scheiße, ich bin wieder zu schnell da rein. Warum fahre ich denn da immer zu schnell rein, verdammter Hölle nochmal? Ich muss es machen, oder es geht nicht. Ich muss doch in der Hälfte des Tunnels schon bremsen mit 100% Bremse. Vergiss das immer. Alter. Aber nach der langen Gerade habe ich einfach echt den idealen Bremspunkt. Das klappt einfach immer. Ich hab doch nie geklappt. Da wo diese blauen Schilder beginnen, da müsst ihr voll in die Eisen gehen. Dann das welche Eisen? Naja, die es Felge. Gibt keine. Ja. Die Felge in dem Fall. Also wo diese blauen Schilder an den Seiten gehen, dann voll in die Eisen gehen. Achtet auf blaue Schilder bei langen Geraden. Wenn die kommen, sofort voll in die Eisen. Werdet euch wundern, wie toll das ist. Ah. Ja gut, das war zu schnell. Ja, diese Stelle, wo wir gerade bist, Kirsche, das macht die Dämpfer... Ja, ist ein bisschen hoppelig. Ja, und das macht die Dämpfer von dem Car total im Arsch. Das ist genau diese Stelle, die da am meisten für verantwortlich ist. Ja, und die Haarnadelkurven sind sehr förderlich für Bremsen. Wagen bleibt gerade so. Ich meine, ich bin von der Tanke weg mit 34% Bremsen, bin jetzt schon wieder bei 46. Und bremst doch mal. Die absolute Vollkrise, das Ding. Was ich mich ja persönlich frage, ist, ob man überhaupt noch bremsen muss oder ob das bei 100% ausreicht, einfach das Gas loszulassen. Das kannst du ja mal testen. Müsste ich echt mal austesten. Weißt du nicht, wie man das zuverlässig testet? Na, mach's doch jetzt einfach mal. Ne? Ich kann sagen, dass es einigermaßen geht. Du musst halt nur wirklich sehr früh vom Gas gehen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob du jetzt genau verstanden hast, was ich meinte. Ja, du wolltest doch testen, ob man statt Bremsen vom Gas gehen kann. Ja, ob das die gleiche Distanz ist bei 100%, also ob die Bremse komplett... Ein bisschen bremsen wird er ja wohl. Ach so, ja gut, das kann ich dir natürlich nicht sagen. Ja, das würde mich mal interessieren, ob die Bremse überhaupt noch ein kleines bisschen Rest verbleibt hat oder wirklich komplett deaktiviert ist auf 100%. Weil wenn das nämlich komplett deaktiviert ist und ich nur das, die gar nicht mehr drücken brauche, dann könnte ich mir das ja auch schenken. Dann bräuchte ich ja einfach nur das Gas loslassen in den Kurven. Wäre mal interessant zu wissen. Ja, aber grundsätzlich kann es dann einiges stehen. Hier ist es so geil. Ich fahr zu schnell da rein, ne? hab mir gerade überlegt, dann reiß ich doch einfach mal die Lenkung in die Kurve. Das hat auch funktioniert und bin auf zwei Reifen dann weitergefahren. Ja, ich benutze schon seit einer Weile eigentlich die Reifen halt zum Bremsen. Wieso schlag ich mich das denn hab hier? Das habe ich eben dann auch getan, genau. Naja, dein Dämpfer ist wahrscheinlich komplett hinüber, mittlerweile ist die wieder. 55. Was? Ich war in der Tanke. Ach so, du hast. Ach so, ja gut. Okay, das habe ich jetzt verpeilt. Ich meine, Dämpfer und Bremsen im Arsch und Reifen bei über 60%. Oh, nee. Also, nee. Habe ich schon nie gesagt? Nee. Also, ich war auch schon mal an der Tanke. Jetzt bin ich wieder bei 73% Dämpfer. Ja, ich fahre nicht an die Tanke. Ich tue das. Mann! Das Kart ist jetzt sowieso noch zwei Runden kaputt, da fahre ich nicht an die Tanke. Wow! Bleibt der da hängen, ich glaub's auch, ey. Gut, dass du's glaubst! Wieso?
Aber ich brauche auch keine Vollbremsung, muss ich jetzt dazu sagen. Ich drücke die Bremse maximal halb rein. Dann bremst du denn doch noch weniger. Als es ohnehin schon mit 100%, mit 0% Bremse tut, also. Oh, jetzt! Er frisst doch die Reset-Taste nicht, ne? Warst du zu schnell? Och, Mann! Muss langsam als 25 sein, damit er die nimmt. 400 ESM und so, ne? War das nicht eher HP2 dann, was du da gerade meintest mit der Geschwindigkeit, oder war das auch bei Nice? Nein, ist auch bei Nice. Und auch bei Need for Speed 4. Überall so. Bei HP2 nicht, da haben wir ja kein ESM. Aber da ist es ja auch sowieso, Wollen wir ja auch nicht. Da kannst du ja sowieso nicht immer resetten, wenn du willst bei HP2. Also Wildtalk, ich wüsste nicht, wofür wir bei HP2 ESM bräuchten. Durch das Tool von... Ja, Skyfire, naja. Das viele. Ja. Es hat das dann sozusagen abgelöst. Das ist richtig. Wirklich interessant, wie wackelig das Auto auf 100% Dämpfer fährt. Ich finde das echt phänomenal. Wann ist ein Ende? Ich hab keinen Bock. Ja, hallo Wand. Ja, ich bin jetzt auch kein Freund von diesem Kart, aber was soll man machen, ne? Ich fürchte, ich brauche doch noch eine zweite Runde. What? 64% Reifen? Die haben jetzt aber doch ganz gut was aufgekriegt. Ich glaube, einmal Tankstelle brauche ich doch noch, so wie der jetzt fährt. Das geht wirklich gar nicht. Der sieht doch gut mit 100% Dämpfer. Weiß gar nicht, was du hast. Ich hatte ein bisschen seekrank bei. Oh Gott, die Reifen kriegen diese letzte Kurve nicht mehr Vollgas. Das ist ja sehr belastend. Alles ist jetzt langsam mit dem Kart. Die Reifen, die Bremsen, alles. Ja gut, ich bin schon stolz, dass mein Kart noch heile ist und ich... Und ich bis jetzt fahren konnte, ne? Nein, zu schnell für das Kart. Bei Kart bin ich ja meistens, fliege ich da ja irgendwann in den ersten paar Runden raus. Das ist ja diesmal nicht, zum Glück. Ja, du bist damit allen mitteilen, dass das Kart scheiße ist, und da hast du ja auch recht, also... Das ist ja auch wirklich. Das Kart ist das schlimmste Fahrzeug im ganzen Spiel. Weil lieber Bus. Boah, oder dass das nicht ausgereicht hat, das kannst du mir noch nie erzählen, du blödes Kart. Belgien muss doch auch eine Bremskraft noch aufweisen. Oh mein Gott, meine Reifen. Irgendwie habe ich diesmal mehr misshandelt. Mehr als mir lieb ist. Ich war trotzdem nicht an die Box, das kannst du vergessen, Kart. Du bist so, wie du bist, ins Ziel gefahren. Egal, wie kaputt du bist. Oh Gott. Aber ich finde die Strecke cool. Das ist eine Custom-Strecke und ich finde die echt cool. An sich ist die Strecke cool, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen, aber ich mag das Kart nicht. Ich mag die Strecke halt deswegen so gerne, weil die einfach alles hat. Mega lange Gerade, Haarnadel, mittelschnelle Kurven, die hat einfach das volle Programm. Ich und Schnee! Das ist auch ja schneller. Aber die hat einfach alles da, das ist so cool. Echt toll gemacht von demjenigen, der die gemacht hat. Ich hab ja auch an sich nichts gegen Schneestrecken. Wow. Aber dadurch, dass die Strecke alles hat, hat sie natürlich auch einen generellen großen Verschleiß an den Autos. Weil du tust ja wirklich von der langen Geraden voll in die Eisen gehen, weil danach ja diese Haarnadel kommt. Jo. Ich schätze, ohne den Schnee werden die Reifen schon lange platt. Bei
weiter geht's. Bin ich so bedenkt, dass wir heute noch einen Dingensrennen fahren, in 20 Runden rennen. Ja, aber dann ist das so. Aber, hey, hallo, hallo, aber, hallo, was ist jetzt los? Hilfe! Ja, okay, kriegen wir die Kurve halt nicht mehr normal hin. Aber ohne Reset vor Start. Aber ist das nicht ein genialer Wechsel vom Monster Truck auf Kart? Nein! Ich meine, dieser Unterschied. Alter, was ist denn jetzt los? Hallo, ja, ich möchte die Kurven bitte von überleben. Von zu einem Extrem ins andere Extreme. Man kann mit dem Monster Truck über das Kart rüberfahren. Das wäre ja ganz clever. Merkt das Kart, das merkt der Truck gar nicht. Das geht tatsächlich. Nochmal, okay. Das geht tatsächlich übrigens. Wenn du den Monster Truck über das Kart rüberfährst, fährst du tatsächlich drüber. Aber es kann passieren, dass der Kopf des Karts gegen die Achse des Monster Trucks knallt, wenn du drüber fährst. Dann nimmst du das ganze Kart mit, das ist so lustig. Dürfte dem Fahrer wehgetan haben. Ja, das Kart könnte einen Kratzer am Unterboden hinterlassen. Oh. Das ist ja disturbed jetzt. Mit Run. Ich höre nichts. Du hörst Kart. Ja. Der kriegt die Kurve halt überhaupt nicht mehr. Die Mann, die geht normalerweise Vollgas, die letzte Kurve zum Ziel hin. Alter, wie sieht denn mein Kart aus, bitte? Alter, mein Fahrrad, der sieht aus. Alter. Hallo Haus, ich wollte dich mal anschauen. Alter, wie mein Fahrer aussieht, der ist tot. Definitiv. Die Bremse schafft es nicht, das Kart von 4 km auf 0 zu bremsen im Ziel. Das rollt weiter. Oh geil, das rollt einfach weiter. Oh, das ist ein guter letzte Runde schon, weil du gewonnen hast. Ist das mein Kart rollt immer noch, ne? Das schafft das nicht mit, das schafft das nicht auf 0 km zu bringen, das rollt mit 4 weiter. Okay. Und es geht bergauf. Es geht bergauf. Und das Kart rollt weiter. Ich muss noch ein bisschen fahren. Guck mal, die mit hier beim Ausrollen einholen. Gut, überlebe ich nicht, die Kurve ist verstanden. Boah, ich hab mich was die gehalten, da hatte ich echt Sorgen. Alter, ich kann stehen, was für ein Scheiß. Ach nee, auch du bist. Okay, ich hab 3 km/h. Ich hab 4. Ah, jetzt hab ich auch 4. Jetzt bin ich auch von 3 auf 4 hochgegangen. Das Schild hat's angehalten. Oh, jetzt hab ich 0. Nein, noch, come on! Ja, bei mir war das Verkehrsschild der rettende Träger. Kann das sein? Wo bist du denn? Du bist voll weit weg. Ich bin hier ganz hinten hingerollt. Ja, aber ich stehe jetzt schon. Den ganzen Berg hoch. Und das Schild hat das Kart dann aufgehalten. Mal sehen, Bremsen 100, Dämpfer 100. Oh! 70, Karosserie 70. Alter, das war krasse Fahrt. So, jetzt die schneller. Steuerung 3 drücken. Ich bin noch nicht durch, ne? Ja, trotzdem Steuerung 3 drücken. Du musst halt noch eine Runde. Naja, du noch nicht. Halt ich drück jetzt sicherlich kein Steuerung 3, du. Also, da bist du dann mich für Notschlachten, damit ich das mach. Notschlachten? Nach der Notschlachtung drückst du gar nichts mehr. Ja, aber wenn man mir das androht, dann drücke ich vielleicht Steuerung 3. Oh nein, natürlich die letzten beiden mit. Ah, oh, super. Ach, dann würde ich auch durch Steuerung 7 drücken. So. Ja, also das geht bei mir noch eine Minute oder so. Was hat die Runde noch? Also ich weiß nicht, ob ihr alle Runden beendet habt, aber... Hey, also nein, mir fehlt ja eine. Also ich hab die alle beendet. Ja, ich weiß! Das hat sich Schuld. Jetzt auch auf Stevie und Kirsch bezogen, dass du alle beendest, ist mir klar. Ja, deswegen sag ich's ja. Mal diese scheiß Angeber hier. Ach man. Muss aber sagen, wenn du durch bist, Tomate, ne? Ja gut, das ist ja klar. Du sollst natürlich noch sagen, was für eine Gesamtzeit du hast. Obwohl, kann man jetzt nicht vergleichen, weil ja bei euch minus eine Runde steht.
klar, dass man das nicht vergleichen kann. Ja, absolut. Aber meine beste Rundenzeit ist 2,5, also wahrscheinlich werde ich wieder Letzter sein, aber das ist bei Kart nicht so verwunderlich. Na gut, da man es eh nicht vergleichen kann, kann ich ja schon mal weitermachen. Ach, das Ding kommt jetzt. Fluch ist gerade das Fenster auf uns haben. Irgendwelche Vollidioten grölen da draußen. Ja, ich höre es. Wollte gerade sagen, was ist denn bei dir los? Ich weiß es nicht. Nach Party klingt das nicht. Ob die, ob nur, keine Ahnung, entweder, was weiß ich, es wird keine Demo sein. Oder Leugner ist auch ein bisschen spät. Vielleicht ist es ja die Folge. Da ist irgendwie so ein das könnte Fußball sein. Ah, vielleicht der Fußball oder sowas. Weil eine Demo wird es nicht sein. Eine Demo gab es in Schweden genug. Vielleicht ist es ja die Vollversion. Was von Schade? Achso. Okay. Natürlich. Oh Mann. Okay, ich bin durch. Rumgeboot hat 30, 36, 58. Rumgeboot wurde ja Samstagabend ja genug. Zwar nicht hier, aber woanders. So, jetzt haben wir das einzige normale Rennen heute, ne? Naja, jetzt auf Schnee, ne? Muss rechnen mit Glätte. Ist auch Schnee? Naja, der Bodenbelag nicht, aber das Wetter. Stimmt, sehe ich gerade. So, von mir aus kann es losgehen. Okay, 3, 2, 1, go, go. Go, go. Oh, wie ja, ihr habt es richtig gesehen. Nicht ohne Grund bin ich gerade so schnell an euch vorbei. Denn die letzten beiden Rennen haben es nämlich an. Und das nervt mich jetzt schon. Ich hoffe, ihr habt auch alle die Schneedatei geladen, aber bei Kirsten scheint das der Fall zu sein. Nein, ich rutsche nur so, weil ich Spaß dran habe, weißt du? Ja, kann ja auch sein, weiß man ja nicht. Oh Mann, ey. Alter, warum? Weißt du, es wird jetzt besser mit dem Wetter und wir haben erstmal doppelt was mit Schnee. Ja. Ich glaube, Dennis wünscht sich den Winter zurück. Zieh doch nach, keine Ahnung, Island? Oh Scheiße, die Kurve habe ich ja völlig behindert angefahren. Aber der bremst mich besser als das Kart, da konnte ich's retten. Auch brüllt doch mal da draußen nicht so rum, Mann! Kotzt mich das an. Ich hab keine Ahnung, was für Alkis da draußen gerade unterwegs sind. Ja, das Problem ist, dass ich hier auch eine Kneipe direkt schräg unter mir habe. Ja gut, das hilft natürlich dann nicht. Nee, natürlich nicht. Oh, was machst du, Auto? Oh, warum springt der? Au! Ah, nein, 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 nein. Ich hab's überlebt und trotzdem. Wollt mich nicht resetten. Ja, halt die Fresse. Ja, natürlich. Oh, hörst du die Hupe? Ja, die Hupe höre ich. Achso, okay. Du erste Runde. Die Sirenen nicht und Eddie nicht. Erste Runde, was habt ihr für eine Zeit? 1:11. Oh ja, ich bleib an dem Baum hängen! Ja, da hast du gerade die richtige Geschwindigkeit für die Kurve, die ist nicht scheiße. Nee, aber Hupe höre ich, nur halt die Sirene und Eddie. Ja, ja, danke fürs Husten, nur die Sirene und Eddie nicht. Ah, mein. Nee, auf den kann ich schön verzichten. Meine erste Runde ist 1:13:28. Ach, 1:18:20. Schön, ich hab nur 1:26. Muss ich jetzt auch mal so sagen. Das heißt, Tommy hat schon mal 10 Sekunden Vorsprung. Der Diebe hat 12 Sekunden Vorsprung. Steh dir das mal jetzt vor. Jetzt vergiss doch einfach mal Diebe. Der ist null in der Wert. Meine Fresse, ich rede ja nicht so mit. Ich hab's ja verstanden. Uiuiui. Immer wenn ich rede, hustet der. Also ich bin ab jetzt.
So, 1.11.57 in der zweiten. Ich geh gleich zu denen nach unten und brüll die zusammen, dass sie meine Schnauze halten sollen, endlich. Ich wollte über Nacht das Fenster mal offen lassen. Ich glaube, ich kann das vergessen mit den Alkis da unten. Naja, die schlafen ja auch irgendwann so rein. Aber wer weiß, wann. Zeit? Ja, Chaos. Wieso kommst du überhaupt ohne Besetzen dadurch? Hui! Wie schnell war deine zweite Runde? Ah, okay, vergiss es. Keine Chance mehr einzuholen. Die Zieleinfahrt war sehr lustig. Weil da kann man ja mit Nitro und Vollgas ja ohne Probleme hoch. Ne? Nee, du bist schon durch. Ja, auch noch. Ja, ich hab nur 1-0-4 in der letzten. Ach du Schande. Naja, da kannst du, brauchst du auf den Berg nicht aufpassen in der letzten Runde. Dann kannst du ja mit Nitro und Vollgas einfach und gib ihm, ne? Und du fliegst gut. Naja. Ah ja, doch. Ich bin geflogen. Oh, jetzt frisst du endlich die Reset-Taste, Mann! Nein! Wie? Kommen wir noch nie im Ziel? Aber deine zwei Rundenzeiten waren so viel besser als unsere. Ich hab eine 1,20. Ja, natürlich waren die Rundenzeiten in Ordnung, aber jetzt habe ich in der letzten 1,21, weil der, aber das ist ja immer noch gut. Wie war's denn insgesamt? Das sehen wir gleich. Er ist noch nicht durch. Was? 3,47. Ja, bist du später gestartet? Aber nur leicht versetzt eigentlich. Warum? Also ich hab eine 4 Minuten 3 und war ja deutlich vor dir im Ziel. Divi hat 4,13. Hat Demon euch überholt? Überrundet? Nein, oder? Nein, Demon hat 3,33. Ich hab eine 3,33 war da. Also 4 Minuten 3. Und wenn du deutlich nach mir im Ziel warst, aber deutlich kürzere Zeit gefahren hast, dann musst du 20 Sekunden nach uns losgefahren sein. Also eigentlich warst du leicht versetzt. Also ich hatte, Darum 4. Wollte ich auch mal. Vielleicht ein bisschen übersteuert für euch, aber nicht für mich. Ja, es war ein bisschen übersteuert. Klein wenig. Steuerung 4 hat jeder, ne? Nein, ja, ich tu nur so. Ich hab's. Ein Cabrio. Ach, jetzt kommt die. Jetzt kommt das ist Ding, übrigens ja. Witzig für alle. Außen Gravitation, aber wenig grob. Sag mal, ist ja ein bisschen unfair, ne? Für einige gibt es irgendwas drauf und meiner ist einfach nur blau. Ja, ich hab nicht. 1000 Gravitation ist aber auch das meiste, was geht, oder? Ja, würde noch mehr gehen, aber dann... Ist mir jetzt egal, ich fahre einfach... Wenn man noch mehr macht, dann nehmen die Dämpfer während der Fahrt Schaden. Weil es so hart auf den Boden dann drückt. Aber hier muss ich jetzt echt mit dem... Ja? Verschleißhaus halten. Batsch, einfach alle 5 Runden in die Plattform. Einfach... Nein, möchte ich nicht. Einfach durch! Achso, 3, 2, 1, go natürlich. Ich hab übrigens mal was. Okay, ich stehe hinter nicht in euch, sondern hinter euch, okay? Ja, das ist ein bisschen versetzt. Das ist ein bisschen versetzt, dass ich einfach. Aber so konnten wir das den Bug fixen. Ich war übrigens mal so dreist, ich fahre mal nicht blau diesmal, weil da war nichts, da hätte nichts drauf gestanden. Also fahre ich mal nicht meine üblichen Sponsor. Vor allem jetzt haben wir Sonne, aber der Grip ist scheiße vom Auto her eingestellt. die Grip-Einstellung, weißt du? Auf 50. Also der Schnee ist im Auto eingebaut. Ja, sozusagen. Also der gute Grip ist uns nicht gesonnen hier. Okay, komisch, wie man den Berg hochfährt. Also der fährt sich zwar komisch und so, aber wollte ich jetzt auch mal. Ich glaube, ich habe den falschen Renntag offen, weil hier steht nichts von in der Liste, die ich habe. Steht nichts von was? Ich habe, glaube ich, in Discord die falsche Liste geöffnet. Warum? Keine Ahnung. Du machst doch einfach nur den vierten Renntag in RSM aktiv und fährst los. Was ist denn jetzt dein Problem? Ja, ich habe RSM aber gerade nicht auf dem zweiten Bildschirm. Ja, aber du hast ja wohl auf Steuerung 4 gedrückt, oder nicht? Ja, natürlich habe ich. Fährst du jetzt, fährst du in German No Limits? Ja. Nein. Gut. Es geht bei ihm nur um die Liste. Nicht um die RSM-Datei. Also die RSM-Liste ist richtig. Was ist dann falsch? Oder potenziell falsch? Naja, die Liste. Welche Liste? Bom.
Zum Angucken für die Augen. Zum Angucken für die Augen! Zitat ja. Dennis! Ach, das. Das Bild. Seite, das Bild, das Bild. Bild. Okay. Zum Angucken für die Augen! Ja. Nun! Ja, nicht. Warum machst du denn überhaupt die Liste auf, wenn es in RSM auch drin steht? Weil ich blöd bin. Das ist nichts Neues. Also, ich dachte, du erzählst uns mal was Neues. Also, oh, Alter, jetzt geht's aber ab hier. Wie soll ich denn so einen Schaden managen, wenn du hier aber so Dinge passieren? Aber ja, ich habe tatsächlich den falschen Plan geöffnet, den Discourse. Ah nein, jetzt kannst du ja nicht fahren, scheiße. Ey, er weiß halt nicht, wo er fährt, außer das, was er sieht. Es sieht nach German No Limits Race aus. Ja, Race 3! Wo fährst du denn lang? Ja, das ich gucke woanders hin! Nach rechts ab! Was ist eure Rundenzeit in der ersten? Interessiert 1:13. Nicht. 1:13! Nee, hier ist ja gar nicht die erste, sorry. Ich hab schon die nächste Runde angebrochen. Da weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, was ich in der ersten hatte. Wie ist so spät losgefahren? Weil ich hab da 1:32, das wäre ganz schön heftig. Hab ich erst. 1:25. Als ob du da jetzt. Ding. Ich hasse diese durchlässigen Leitplanken manchmal. Also wenn du pro Runde 15 Sekunden besser wärst als ich, das wäre schon ganz schön heftig. Oder 17 sogar. Denn es ist doch kein Vergleichswert. Was kapierst du denn daran nicht? Boah, das gebe ich nicht als Vergleichswert. Ich will aber trotzdem, dass ich zumindest, dass er den Rundenzeiten zumindest nur eine einstellige Zahl hat, die ja besser ist als ich bei den Sekunden. Warte, die dritte Runde ist total krass gerade. Und die Reifen wirklich, ne? Ich bin bei der dritten Runde und schon mal 18%. Guck, ob du es irgendwie auf 80 kriegst. Ja, Reifen habe ich aber auch 19 schon. Ja, weil die Kurve, weil er rutscht in den Kurven, weißt du? Der rutscht ganz schön extrem auch, also. Was haben wir heute übrigens standardsgemäß bei in einer Aufnahme? Ist immer noch nicht so ganz gesund, oder wie? Du, das mit dem Boost, das wird noch ein paar Monate andauern. Also ich bin's. Monat? Ich bin's ja, also ich hab das ja, dass es bei mir so ein paar Wochen sich noch zieht, aber Monate? Also ich bin zwar nur, alle paar Jahre krank, aber wenn ich das mal bin, der Husten, der wird dann noch ein bisschen dauern. Weiß ich noch vom letzten Mal, wo ich krank war, 2017 oder so. Okay. Damals. Aber noch auch schön vor der Pandemie. Kann gefährlich werden für die Lunge, logischerweise. Das ist richtig, ja. Ich gehe mal davon aus, dass ich irgendwas chronisch bin. Ja, aber damit war ich damals schon beim Arzt und die haben auch gesagt, ja, eigentlich ist da jetzt nichts chronisch dran, das ist halt so. Das ist halt so. Typische. Ja, ich habe nichts Besonderes damals gesagt. Das ist genauso wie die Aussage mit meinem Hals. Ja, nee, wir wissen nicht, was es genau ist. Es verschwindet irgendwann. Gut, vielleicht könnten sie. Und ich laufe jetzt schon seit über 3 Monaten mit dem Problem rum, also. Oh, schlecht. Vielleicht hätten die das ja auch gesehen, vorher nicht, wenn ich Privatpatient wäre, aber. Ich glaube, jetzt einfach nur früher einen Termin gekriegt oder sowas. So. Er weiß, ob nicht wirklich Privatpatient nicht nochmal andere, den sagt, oh ja, ich bin Kassenpatient, ja nee, wir wissen es nicht. Ich bin Privatpatient, ah ja, wir haben noch diese Methode und dann können wir das vielleicht noch machen. Ja klar. Weil daran verdienen die doch. Ja, vielleicht mache ich das mit 60, 70 irgendwann, wo dann wirklich die Gefahr besteht, dass ich an irgendwas sterbe, aber jetzt, ja, und zu viel Need for Speed 4. Wow! Nur wenn ich eines Tages komplett im Sterben liegen sollte, dann muss die Krankenschwester mit einem Fuß. Mit dem letzten Atemzug! Ich bin durch. Dann spiele ich NFS 4 und dann bin ich wieder gesund. Ja, genau, wahrscheinlich. Alter, die Reifen mögen die Strecke ja so gar nicht mit den Settings, ey.
Ach, komm, Mann, mir gehen die Gebrüller draußen am Nerv. Wobei, andererseits, ich bin vor dem NFS4-Renntag ja letztes Mal auch nicht gesund geworden. Ja, siehst du. Wir sind übrigens jetzt ja mitten in der neuen Season übrigens, ne? Das ist euch klar, Leute, ne? Ja, und ich fange richtig schlecht an. Ich schaff's nicht unter 1,20 zu kommen. 1,12 hab ich. 1,18. Auch 18. 1,1840, wenn man es mal genau so sagen will. 1,74. Ja, du bist ja auch vor. Mach ich ihn bei der Strecke hier schon wieder falsch? War das jetzt ein Husten oder ein Niesen? Husten, Niesen ist nicht mehr. falsch. Klang auch interessant. Ein bisschen bescheiden genommen. Wow, 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 wow. Ey, die 1,20, da kommt der nicht runter. Was mache ich denn? Warte, ja, ich... Fuck! 17,7. Was? Langsam auf Stevie aufholen. Wenn das so weitergeht, habe ich den nächsten oder übernächsten ohne. Nein, sagen wir mal den übernächsten. Irgendwann ins Tankstelle, wollte ich gerade sagen. Na klar, wir kennen es nicht. Das Tankstelle? Ja. Ins Tankstelle! Ja, in das Tankstelle. In der. Ja, die Ecke, da wollte ich unbedingt mitnehmen. Oh, wow. Wirklich? Das habe ich nämlich im Netcode tatsächlich auch so gesehen. Was? So gut wie die Runde eben mit Schonprogramm war, dann ist ja auch eine 1,11 drin. Schön, freudig und bockt der Eis. Und ja, das ist eine typische Aussage von mir, das kennt ihr eigentlich schon. Ich weiß nicht! Fuck, Alter. Oh, okay. Wo wolltest du denn? Das weiß ich nicht. Also die Straße war aber nicht da. Ja, ja, ich bin froh, dass ich es habe vermeiden können. Halbwegs irgendwie. Ach, kein Bock mit Kirsche zu kämpfen. Es reicht nicht bei was zum Fick 75% Reifen. Kann ich Jonas erstmal hinkriegen, dass die Schadensanzeige größere Zahlen hat? Oh, das wäre Gold. Oh, das wäre der Hammer. Oh Mann, ey. Dann ändert doch einfach die Auflösung. Nein. So. Kannst du dir ja nicht antun, wie groß die Fahrernamen dann sind. Der Rest sieht dann auch hässlich aus. Also riesig. Also der Rest des hat ist dann ja viel zu groß. Ja, aber ich glaube nicht, dass er da reingrätschen kann. Ja, man muss nur die Adresse finden. Nur das ist eben nicht so einfach zu finden, weil man ja... Wie willst du eine Adresse finden, die du nicht manipulieren kannst, also im Spiel? Ja, gut, das wird ja eine Größenangabe haben. Das ist ja einfach nur Text, aber... Du find das mal, da kannst du ja schlecht nachsuchen. Ja, das meine ich ja. Wie willst du eine Adresse finden? Also ich meine, wenn du den Wagen resettest und dann guckst du, welche Parameter verändern sich, dann kannst du ja die Kondition finden und alles. Aber wie willst du denn finden? Genauso, du machst da eben irgendwo einen Reifenschaden plus 1% und guckst, was sich verändert. Ja, aber dann davon ändert sich ja die Größe der Schrift nicht. Nein, aber dann weißt du, okay. Nee, das bringt nichts, echt nichts. Ja.
das, also ich verstehe nichts vom Programmieren und so, aber das verstehe ich auch noch, dass das nicht über die Größe aussagt. Nee. Ich darf jetzt die Runde sehr vorsichtig das, fahren, ich bin an der Tanke. Aber da das ein purer Text ist, wirst du auch eine Größenangabe vergeben, nur find das. Du weißt dann zumindest mal, wo dir Damage gespeichert wird und der Text, der unten steht, der muss ja diesen Damage auch lesen. Hört auf, fünf Sekunden! Ja, aber ich schätze mal, dass das an unterschiedlichen Adressen ist. Ja, aber irgendwer muss das halt eben lesen, vielleicht kannst du ausfinden, wer das ruft. Vielleicht kann es schwer gehen und ausgezeichnet. Ja, ich denke mal, dass das eine und das andere kommt komplett unterschiedlichen Stellen ist tatsächlich deswegen. Wenn es natürlich, natürlich in der Nähe ist, dann hätte man natürlich eine Chance, aber ich glaube daran nicht. Warum sollte es in der Nähe sein? Deswegen. Das wage ich auch sehr stark zu bezweifeln, also. Aber kann man das nicht gucken, wer die Adresse dann liest? Ja gut. Weiß ich nicht, also. Das eine hat halt mit einem anderen an sich an null zu tun. Die Anzeige liest ja den Wert. Und normal kann man noch Breakpoints setzen, auch wenn irgendwer eine Speicheradresse liest, dann halt mal an. Man kann Jone das hier nochmal sagen, dass er dann nochmal guckt. Vielleicht findet der ja was, aber viel Hoffnung habe ich eben nicht, ne? Aber andersrum, er hat doch Windschatten in dieses Befehl reinbekommen, also ja, man sollte. Total krank. Also dann sollte man eigentlich schon noch Hoffnung haben. Da hat Jonat mir aber gesagt, ich weiß nicht, ob ihr da dabei wart, da hat er mir irgendwie gesagt, dass er an sich gar keinen Windschatten in dem Sinne drin hat, sondern dass halt einfach das so gelöst hat, dass also die Geschwindigkeit wird über eine gewisse Art und Weise berechnet und er hat halt einfach da die Geschwindigkeit des Autos vor einem und wie weit es entfernt ist, noch mit einberechnet. Ja, aber das ist halt eben glaubst nicht du, einfach. Glaubst du, dass ein Bad Nice irgendwie anders machen? Wohl kaum. Weiß ich nicht. Die Geschwindigkeit wird irgendwie berechnet und da ist jetzt halt eben ein Faktor Windschatten mit drin. Also ein Nice wird da jetzt auch keine Physiksimulation bei dem Windschatten drin haben, da glaube ich mal nicht. Partikelsimulation. Da wird auch einfach nur eine simple Berechnung sein, wie es auch Jonas macht bei Physik 4. Ja, aber da ist zumindest. Da ist zumindest irgendwie ein Konzept da. Ich dachte, man könnte bei Nice noch irgendwie so als Parameter einstellen, ob die Atmosphäre aus Sauerstoff bestehen soll oder eher so aus Helium, dann hast du halt anderen Windschatten natürlich. Da eigentlich müsste das bei Fürs Befehl doch einstellbar sein, wir fahren doch da auf unterschiedliche verschiedene Planeten, genau. Ja, eben. Ja, also das wäre doch mal sinnvoll. Ja gut, das ist aber von der Strecke auch abhängig, also. Ja klar, ja, ich denke, es ist auf gewissen Planeten. Auf der einen Strecke waren wir ja auf der Venus gefahren, der Himmel war ja gelb. So, das ja, aber das ist halt, was auch. Ich meine, da weiß ich jetzt, obwohl, ja gut, da die das für die Strecke ändern konnten, also ich weiß jetzt nicht, ob es eine allgemeine Adresse dafür gibt, das will ich damit andeuten. Ne, das ist keine Adresse, da hat er schon eine aufwendige Rechnung irgendwie nebenbei laufen. Ja klar, das musst du ja natürlich selber einbauen, da gibt's, das ist klar. Ja, komm, Alter, ich will besser werden. Ja, bei der einen nehme ich eine Leitplanke mit in der einen Runde, bei der nächsten Runde nehme ich einen Baum mit. Warum versuche ich eigentlich noch irgendwie besser werden zu wollen? Das frage ich mich auch. Ich schaff's einfach nicht unter 21 zu. Kotzt mich an. Oh, ja, gut, aber es wird halt immer schwieriger, weil das Abbau des Autos, ne? Mein Gott, da ist noch so viel Zeit drin. Ich glaube, da geht sogar nur 1,10. Ja, und noch ein Baum, weil das so geil ist. Komm, ich fahr noch gegen einen. So. Lass die Bäume in Ruhe. Aber ich will das Auto ein bisschen schonen. Aber oh, ich würde so gerne... Das Auto ist nicht schonbar. Ich habe nach anderthalb Runden... Ich bin mit 35% Reifen runter. Ich bin bei 53 schon wieder. 38% habe ich jetzt... Bei Reifen, da bin ich bei 74. 68. 38 habe ich jetzt bei mir die Reifen. Ignoriert Dennis, was das angeht, immer noch. Ja, da bin ich bei den Reifen am schlechtesten. Scheiß auf ihn, ihr wisst doch, dass der keine Ahnung was fahren kann. Hab ich ihn überhaupt mitgenommen? Ja, also der in die Season starte ich definitiv sehr schlecht. Das ist halt nicht dein Game. Ja, aber normalerweise
bin ich zumindest im Mittelfeld. Wo wirst du im Mittelfeld sein? Meinst du, ich bin recht schlecht? Boah, also, Sicht. Uff, also normalerweise habe ich bei Nice 2, dass ich zumindest 2 Rennen oder 3 besser habe als du. Überhaupt manchmal auch nur 1, aber... Weil Nice aber auch nicht das stärkste Game von mir ist. Alter, wieso überrundest du denn jetzt so? Weil das kann. Auch keine Warnung von Stevie oder so, das hab ich echt erschrocken, mein Gott. Ahoi, leise. Wieso? Ich weiß. Dann hörst du die lauten Leute von draußen vielleicht nicht mehr. Also ich weiß, ab wann Dennis mich überholt hat, aber ich wollte es nicht sagen. Ach, hab ich dir schon, hab ich gar nicht. Ja, das war nämlich bei der Tanke. Als ich die mitgenommen habe in der 10. Runde. Achso, ja gut, das hab ich nicht gesehen. Achso, also nicht gecrashed, sondern die Tanke, ja. Gut, das hab ich natürlich jetzt nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wo die Tanke ist, also... Ja, die werde ich aber definitiv auch noch brauchen. Same, nächste auch schon. Warst du schon in der Tanke? Deine Reifen gingen doch noch. Ach, was, bei 88%? Ach, 88, aber du musst natürlich anderes verstanden. Alter, ich rutsche mir hier einen zu Tode, ich bin schon bei 69. Ach so, ich, nach der Tanke jetzt wieder bei... Wobei der Wagen rutscht sich bei dem Grip hier auch mit... 70%! Ja, der rutscht sich aber auch mit 100%, also mit 0% einzurecht, also so ist ja nicht. Nee, mit 0% Reifen. Achso, Reifen, ja. Aber du hast 0%? 72%! Jetzt weiß. Da ist die Scheiß-Tanke! Bleib auf dem Teppich. Bleib auf der Straße. Boah, Getriebe ist aber auch schon ganz schön am Arsch. Ja, 44. Das Getriebe war der Grund, warum ich in die Tanke gefahren bin. Und die Bremse. Der Rest ging eigentlich. Nein. Ah, viel zu schön, viel wenn man solche Aussagen von ihm ignoriert. Irgendwann erwischt dieses blöde Fett, was er so lang galoppiert. Rutsch. 75. Aber mit der 15. Runde darf ich mal wieder die Tanke berühren, nach 5 Runden schon direkt wieder zum Kotzen, wirklich. So, wo genau war die jetzt? War doch hier irgendwo jetzt, oder? Hier über kurz vor dieser komischen Brücke. Rutsch. Wie soll ich den Kaffee bestellen? Ja, mach schon mal. Ich werde sowieso, wie gesagt, nächste Runde wird meine werden. Ich bin nämlich schon bei 83%. Also nach 5 Runden wieder zur Tanke zu fahren, ist ein Witz. Es ist ein Witz. Ich bin doch schon wieder los, aber der Kaffee steht da. Aber nein, man muss ja unbedingt immer schlechte Settings machen, was Reifen so richtig liebt. Ich weiß schon, warum Nice nicht mein Game ist. Und da oben sind ja schon ganz schön viele Runden. Wir sehen, die sind uns gar nicht so früh überrundet. Und ein zweites Mal schafft er mich überhaupt nicht jetzt einfach mal so. Ach, niemals nie. Hätte ich den Tankstopp überhaupt machen müssen? Wahrscheinlich nicht. Ja, mach am besten noch einen. Aber einen habe ich jetzt auch. Da liege ich wirklich eine Minute an der Tanke. Boah. Was? Och. Okay, eigentlich achte ich ja drauf. Also Dennis, langsam wird das aber auch zu Standard. Ich hab's eilig. Na gut, dann hat er auch mal Stevie doch ein zweites Mal überrundet. Ja, wo ich wieder zur Tanke gefahren bin. Ja, genau. Aber dann darf ich das Rennen ja komplett fahren wieder und ihr seid dann 3 Runden vorher fertig. Ja, selber schuld. Fahr so schnell wie die, Mann. Ja, das muss ich erstmal schaffen. Dann brauche ich ein anderes Auto. Oh, ich dachte, da brauche ich hier einen McLaren F1. Ja, freu dich und nerv mich nicht. Freu. Doch, genug gefreut.
Ist mir so auf den Nerv. Ich weiß schon, warum ich dich nur einmal die Woche ertragen kann. Ja, was denn? Sonst höre ich doch von Kirche nie was. Man hört ihn ja immer nur einmal in der Woche. Ja, muss reichen. Wenn man mal so überlegt, dass wir in einem Clan sind, aber wenn man so was anderes zusammenzocken, ist halt nie. Nein, es gibt ja nur das eine, es gibt ja immer nur den Rennzeit. Oh, es gibt doch genug bei RRP, du. Und ja, offenbar, auch wenn ich noch nicht mitgemacht habe, jeden Freitag in demnächst Porsche. Ja. Da muss ich aber da werde Fall, ich wahrscheinlich sehr selten mitmachen. Freitag die neue Version, die da benutzen, installieren. Vom Brasilienkönig. Porsche funzt bei mir sowieso nicht, also ignoriere ich das. Ja, vom Brasilienkönig. Ja, P2 kann man schon ab und zu mal mitspielen, das ist, also ich verliere da zwar immer, aber... Aber wieso hat er sich den Brasilienkönig genannt, wenn er gar nicht in Brasilien lebt? Wer denn überhaupt? Na, Brasilking. Der macht das doch mit Porsche. Achso, okay, ich habe jetzt den Namen gar nicht... Achso, ich wusste gar nicht, dass der gar kein Brasilianer ist. Nee, ist er nicht, aber trotzdem hat er sich so genannt. Ja gut, man muss ja nicht da geboren sein, wo man der König wird, oder? Oh, doch, muss er, sofort. Brach ihn, woher er kommt. Selbst musste da geboren sein, um Präsident zu sein, also... Das ist richtig. Ist immer so ein Anführer aus Österreich oder sowas? Ja. Also, ja gut, vielleicht haben die Amis ja das gesehen, was bei rauskommt und dann haben sie gesagt, ja gut, wir nehmen jetzt keine mehr, die nicht in den USA geboren sind. Naja, Arnie wollte es versuchen und wegen den Voraussetzungen hat es nicht gut, wurde er es nicht. Mehr als Gouverneur wurde er nicht. Ist vielleicht auch besser. Obwohl, wenn man sich die aktuellen Kandidaten anguckt, ist eigentlich auch scheißegal. Wobei es, wie heißt er hier, Arnie fährt auch in Bugatti, also... Und? Wenn er sich die Politik so aussucht wie die Autos... Magst du keine Bugatti oder was? Das klingt nicht so. Also ich weiß nicht, wirklich toll finde ich die aktuellen Bugattis nicht. Ja, also Bugatti meine Erfahrung im Bugatti-Fahren ist limitiert. Aber meine optische Erfahrung reicht mir schon. Ah, okay. Aber ist ja vielleicht sehr bequem, wer weiß. Das glaube ich nicht. Da ist sie doch, die 1.11. Na endlich. Echt? So jo. Spät? Mit kaputtem Auto? Ja, ich habe noch, ich hab's trotzdem noch mal gepusht. War wahrscheinlich ein Fehler, aber... War irgendwie so... Diese 1.12, die hat mir nicht gefallen, weil ich gesehen habe, dass da so viel noch Luft nach oben ist, ne? Ja, ich krieg definitiv keine Zeit mehr wie am Anfang. Am Anfang bin ich da und gecrashed, war trotzdem die schnellste Runde. Ja, du, mir geht dieses Gerutsch auf den Sack. Ich bin in der 17. Runde, ne? Ich hab jetzt schon wieder 51%. Boah, die Statistik wird gar nicht schlecht, ey. Wie habe ich das Auto besser gemanagt als beim Üben? Na, wie geht das denn? Normalerweise bist du beim Üben besser als im Renntag. Ja, stimmt, normalerweise. Du hast dich. Irgendwas stimmt heute übrigens nicht. Irgendwas fehlt mir auch heute. Und zwar die Aufreger von Dennis. Ja. Dennis, du bist disqualifiziert, du hast dich nicht zu viel aufgeregt. Ach, ist das Anforderung? Ja, natürlich. Okay. Ich habe diesmal tatsächlich mehr geübt. Und nicht wieder kurz vor knapp und dann klappt's auch. Das werde ich jetzt auch immer so machen. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass mir die Fehleranfälligkeit zu hoch ist. Und was macht man dagegen? Mehr üben. Das Üben hilft mir null. Wenn du HP2-Fehleranfälligkeit so hoch, dann musst du HP2 fahren. Wow, ganz ehrlich, ich kann gerne üben. Besser zu werden, ja. Ich kann gerne üben, aber meine Lernkurve ist gleich null, also. So, war die erste Runde so schnell wie die jetzige? Oder sagen wir mal wie die zweite? So Schadenzahlen. Ich sehe zwar wirklich sehr klein, aber lasst euch vielleicht trotzdem mal an. Getriebe 6. Ich kann pushen, ey. Definitiv. Ah, die Reifen rutschen ein bisschen, das nervt jetzt. Ach, die rutschen ein bisschen? Ja, bei 5. Krass! Bei 55 fangen sie jetzt langsam doch damit an. Ja, 60 habe ich. 57! Ah, jetzt habe ich es unter die 220 geschafft und zwar auf 1,15. Das. 1,15? Ja, so, okay. Wie war das mit dem Mittelfeld? Also halt die Fresse, wirklich. Okay, dann hast du ja gewaltig repariert oder was? Oder gar nicht, weil ich habe irgendwas richtig gemacht, was ich die ganze Zeit falsch gemacht habe.
Ja, du ich hab mich jetzt um 6 Sekunden eiskalt verbessert. Dann ist das, das geht nicht. Ich kann mir das. Kannst du noch mal ein bisschen hinten bleiben? Ich muss dann erst vorher noch wieder zu einer Tanke. Ah, die Reifen nerven. Ja, müssen wir noch eine Runde aushalten damit. Da kann man ja auch mal pushen. Na gut. Welcher Runde bist du, Tomete? 18. Oh, okay, dann bist du in der Summe doch noch weit zurück. Seid ihr schon in der 20. oder? 19. 22. Beziehungsweise durch Dennis überrunden 22. Ja, das war schlecht genommen. Dass das Getriebe 72, ja, geht noch was. Pushen das Getriebe hier. Oh, immer zu eng nehmen, das ist wirklich. Und 70, ja, ein bisschen geht's noch. Ich sollte irgendwie gerade mal aufpassen. Oh, die Runde war nicht mal gut, scheiße. Hat sich nicht mal gelohnt zu pushen. Na gut, dann waren die Reifen wohl doch schon zu krepp. Aber egal. Oh, gut ausgenutzt das Auto. Getriebe 80, Reifen 65, Bremsen 79, passt doch. Ich glaube, ich habe nicht zu spät kapiert, wie die das Rennen funktioniert. Aber der Boxenstopp war tatsächlich notwendig. Der war gut, dass ich den gemacht habe. 15. Runde war ideal für den Boxenstopp. Ja, also. Eigentlich habe ich auch in der 15. Runde gestoppt, aber eigentlich habe ich eine Runde nach dir gestoppt. Komisch ist aber so, weil der hat mich schon überrundet. Aber das mit der 15. Runde wusste ich schon durchs Üben, dass das der ideale Punkt ist. Für mich zumindest, dass ich jetzt noch 2 Runden fahren muss. Ja, wir fahren ja auch noch. Ja, aber so, ihr seid gleich durch. Schon, oder? Nee, Quatsch, das bin ja ich, oder? Hä? Nee. Die besteht hier. Ja, dann fahr nur noch. Weißt du, die hatte ich ein drittes Mal überrundet, deswegen konnte er nicht weiterfahren. Und ihr fahrt noch da drüben irgendwo, ja. Beziehungsweise Kirsche, Tomate, aber dafür eh für sich alleine. Hallo Ziel. Oh, ich komme nicht bis zu euch. Ja, die 1.17 vom Anfang habe ich nicht mehr verbessert. Weiß nicht, wie du den mal 1.15 später rausgeholt hast. Ah, da geht eine 1.10, verdammt nochmal. Oh! Die Gesamtzeit? Ist tatsächlich eine Sekunde schlechter als beim Üben. Eine Sekunde, also quasi gleich schnell. Ich meine, 27 Minuten, du bist eine Sekunde schlechter, also gleich schnell. Das wundert mich, obwohl ich das Auto besser gemanagt habe. Hm, ist spannend. Ach, weil ich mich da wahrscheinlich bei der Leitplanke die eine Runde da aufgegabelt habe, weil die mich durchgelassen hat. Dass ich Scheiße! Oha, das klang hart. Ja, ich bin den Graben runtergefallen. Was? Das hätte ich ja nicht gedacht, dass das langsamer war.